Herzlich willkommen zu Rotenburg TV nach dem Spiel KFC Uerdingen gegen Wülfrath. Standesgemäßer Sieg 5:0. Du wirst darüber immer ein bisschen vergessen, hältst hinten alles sauber und hast auch oft genug in den 1:1 Situationen in den Spielen davor. Eigentlich warst du mit ein Garant für den Erfolg. Ärgert dich das so ein bisschen, dass du so ein bisschen untergehst? Gar nicht eigentlich. Solange die Mannschaft Erfolg hat, ist mir das auch, kommt mir sehr entgegen, sagen wir so. Das macht es mir einfach. Also es macht Spaß, mit der Mannschaft zu spielen. Wir alle sorgen dafür, dass hinten die Null steht, dass wir relativ wenige Gegentore kassieren. Da arbeiten alle mit, das ist nicht nur mein Verdienst. Und bin stolz, dass die Mannschaft so arbeitet. Dein Stil ist es ja so ein bisschen, den Libero mitzuspielen. Du bist ein mitspielender Torhüter. Das ist natürlich auch ein Plus in der Abwehrarbeit. Ne? Ja, das denke ich mal, hat heute den Großteil meiner Arbeit ausgemacht, dass ich Bälle abgelaufen habe. Dafür bin ich da, dass die Mannschaft hoch stehen kann, dass ich dahinter bin. Das ist manchmal ein bisschen schwer ist abzuschätzen, gehst du raus, gehst du nicht raus. Kann aber dazu kommen, dass man mal einen umhauen muss, aber okay, das mit dem Risiko muss man leben, das ist heutzutage so. Ich spiele relativ offensiv, versuche so der Mannschaft zu helfen und im Moment klappt es sehr gut. Phasenweise war das ja heute Zauberfußball. Einzigen Vorwurf, den man der Mannschaft machen kann, ist, dass dann die Tore teilweise dann verstolpert werden. Teilweise waren ja riesen Chancen dabei. Ja, aber 5 Stück zu machen, gerade am Ende, als sie eingebrochen sind, ist, denke ich mal, in Ordnung. Das passt alles. Wenn man jetzt hier jeden Gegner mit 10-0 jede Chance nutzen würde, dass es in 10-0 ausgeht, dann weiß man nicht. Man soll dann auch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Also 5-0 ist schon, wie Sie gerade sagen, standesgemäßes Ergebnis, ist vollkommen in Ordnung und unterstreicht auch unsere Ambition. Jetzt haben die Gegner, soweit ich gehört habe, auch wieder Federn gelassen. Turo lag zurück und Rating lag zurück. Was kann im KFC noch passieren? Jede Menge. Das hat man gesehen bei Deutschland nach dem 4-0. Kann auch noch einiges passieren. Das ist natürlich ganz hohes Niveau. Solange rechnerisch nicht alles durch ist, geht alles. Aber wir gucken von Spiel zu Spiel. So kommen wir derzeit weiter. Was die anderen machen, ganz ehrlich, solange wir gewinnen, kommen sie nicht ran. Vielen Dank. Gerne. Auf rein.